So, meine Lieben, wir sind gerade dabei, die Lokomotive auf den richtigen Bahnsteig zu drehen und beginnen somit die dritte Episode von unserer Let's Play Metro Exodus Staffel. Wir machen also jetzt weiter. So, geschafft ist geschafft. Ab auf den Zug. In Sicherheit. Sehr schön. Setzt die Masken auf. Die Dichtungen könnten beschädigt sein. Was kommt denn da? Blendgranate. Wir haben den Zugführer mit zwei Konflikten festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft. Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was wussten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Verhelft uns! Anna, was zum Teufel? Aktion! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt überraschend. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Kristalle haben auf die Aktion, wissen Sie? Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hansel kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann, die Klappe Frauen, halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich Sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn nicht wir, wer dann? Also gut, Spartaner. Werft die da über Bord und dann voll dann voraus. Komm mal mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Frische Luft schnappen. Ich bin so froh, in der dass die uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater Ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber Sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von Ihnen! Ja, eine wirklich schöne Umgebung. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat also, mein Vater einfach schön. Belogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Für eine postapokalyptische Welt. Ich glaube, da kommt unser Zug. Verdammt, sie haben uns eingeholt. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiß gesagt. Scheiße!
bist. Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Wir halten an, aber ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Ja. Ach, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiterbremsen. Die Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Archon wird das machen. Wir haben uns ja nicht mal freiwillig gemeldet. Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Archon, spring rüber, sobald wir langsam sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? So, während unser Boss hier ablenkt, machen wir hier mal den Zug. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land... Federwechsel. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Hier kommt der. Einer 13 im Bereich. Ja, moin, Leute. Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Alter, hast du voll die Anspannung, ey. Yeah. Was? Ausbremsen? Oh, jetzt. Nicht schießen! Ich bin nur ein Raubzahn! Ich gehöre auf Kessel! Komm, Zug, Alter. Alter. Mach keinen Quatsch. Warte! Großes Bumm.
geht es dir gut. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Sehr schön. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ja, auf die warten wir natürlich auch mal, ne? Okay. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. War doch was. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Ich hab doch hier was. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieß los. Ja, habe ich. Wir müssen für die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden. So wie Artyom das immer vorhatte. Sie alle dem Feind überlassen? Eine tolle Idee. Ja, vor der Familienkrieg, ne? Ich würde sagen, wir lösen erstmal unsere Probleme, bevor wir Moskau retten. In Ordnung? Wie läuft es, Artyom? Schon etwas gefunden?
Ja, ich habe was gefunden. Da draußen gibt es eine ganze Welt. Eine Welt, in der wir leben könnten. Bislang wissen wir nur dies mit Sicherheit. Die Strahlung ist äußerst gering. Die Luft können wir atmen. Aber was ist mit dem Regen? Na und? In Moskau kann man nicht einmal atmen. Was ist denn das hier für eine Familienfeier? Wir wissen es. Wie werden sie uns behandeln? Das weiß ich auch nicht. Was tun sie, wenn sie erfahren, dass es in Moskau Überlebende gibt? Auch das weiß ich nicht. Such weiter, Archon. Es muss ein Signal geben. Aber wir wissen, dass wir angelogen wurden. 20 Jahre lang wurden wir angelogen. Aha. Dass sie Menschen getötet haben. Kollateralschaden ist bei geheimen Operationen solchen Ausmaßes unvermeidlich. Warte einen Moment, was war das? Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Position. Hört mal alle her. Der Sammelpunkt ist 1811-79. Bereich 1-8-5. Nur indem wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Wo soll diese Nummer sein? Ich hab's. Also, es ist irgendwo hier. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Hurra! Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach. Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Na dann. Trinken wir auf die Aurora. Aurora. Prost. Ey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Yermak, Volldampf voraus. Jawohl, Volldampf voraus. Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Na, gucken wir mal auf die Karte. Warte, wir gucken erstmal uns kurz auf im Zug um. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenn dich doch. Rutsch mal hier einen Meter. Wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Viele brauche ich. Kann ich nicht. Dann reisen wir mal dorthin. Sehr schön. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben. Sofern wir dort ankommen.
Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Das ist eine gute Frage, ne? Da fahren wir mal zum Führungsbunker und schauen mal, was da abgeht. Tja. Ja, die Ladezeiten sind immer ein bisschen heftig bei dem Spiel. Also zumindest jetzt auf der Xbox. Tja. Ich hoffe, dass da unten die Anzeige ist, nicht die Prozentanzeige. Scheint die Prozentanzeige zu sein. Da-dam, tam, ta, da-dam, tam. Ne, das ist ja wirklich übel. Die Episode nennen wir in Hallo, lieber Ladebalken. Oh, 80. Das ist ja der Wahnsinn. Und wir haben es geschafft. Unglaublich, wir sind angekommen. Die Reise hat ein bisschen länger gedauert. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Ja, und die Menschen beschießen uns. Glückwunsch. Personen auf einer Draisine. Alle Mann auf dem Führerstand melden. Beeilung! Dann melden wir uns mal auf dem Führerstand. Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war was? Uniformierte dabei? Keine. Wir hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Aha. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Dann an die Arbeit. Okay, das Dorf. Spartaner, mach die Aurora. Das ist die erste Siedlung. Oh. Stepper, Damir, sichert den Umkreis. Ich kümmere mich darum. Du kundschaftest die unmittelbaren Städte. Idiot, du gehst ihm von der Aurora aus Feuer. Jawohl. Sam und Aljoscha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt aber. So. Also, das Dorf.
ich nicht. Das ist die erste Siedlung, auf dem wir bislang, auf die wir bislang getroffen sind. Wir müssen herausfinden, wer hier lebt und wer auf uns geschossen hat. Und das, was hinter der Brücke liegt. Wie üblich werde ich mit Anna gehen. Auf sie muss ich auch aufpassen. Dann machen wir das mal. Auf geht's, Anna. Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? Na klar. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Ja, Anna, ich bin schon hier unten. Ah, das war klasse. Gib mal Schub. Mann, Mann, Mann. So. Hey, was war das? Kannst du mal nachsehen? Oh, hier haben wir Werkstoffe gefunden. Da beginnt jetzt das fröhliche Looten. Aha. Was haben wir denn? Schalldämpfer, ja, den Schalldämpfer lassen wir mal. Reflexvisier und normales Visier, okay. Dreischusstrommel. Kein Gerät, okay. Hier können wir also Sachen ausrüsten. Da so lange? Komm raus. Ja, ich bin doch schon da. Während du drin warst, habe ich mich mal umgesehen. Dieser Strommast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Man kann es immer wieder nur sagen, ne? Die Welt ist faszinierend groß und faszinierend schön. Doch bevor wir das Haus jetzt betreten, beenden wir diese Folge. Und wir sehen uns in der vierten Folge, wenn wir das Dorf betreten. In diesem Sinne.